Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um die Go-Kampfliga. Die 10. Saison wurde beendet und wir erhalten eine Zwischensaison. Also muss ich jetzt davon ausgehen, dass die nächste Saison dann die 11. Saison ist und diese Saison ist einfach nur so mal für zwischendurch. Sie ist mal ganz anders als die anderen und Niantic möchte wohl ein paar Dinge ausprobieren. Diese Saison startet am 1. März um 22 Uhr und geht bis 1. Juni 22 Uhr. Die Saisonbelohnung konnte man über den Kampfbildschirm ganz wie gewohnt abholen und mit einem Sternenstück verstärken, wenn man dann dran gedacht hat. Die Go-Kampf-Liga-Ränge wurden zurückgesetzt und die Voraussetzungen der Rangaufstiege für diese Saison sollen sich nicht verändert haben. Der höchste Rang ist dieses Mal aber nur 20, danach gibt es keine sichtbaren Bewertungen. Kommen wir nun zum Zeitplan der Zwischensaison. Am 1. März bis 8. März haben wir Superliga und Johto Cup. Im Johto Cup dürfte nur bis 1500 und die Pokédex-Nummern vom Johto spielen. Am 8. März bis 15. März haben wir Hyperliga, Hyperliga Premier Classic. In der Hyperliga Premier Classic dürfen wir nur Pokémon spielen, die keine XL-Bonbons und keine legendären sind. Am 15. März bis 22. März bekommen wir die Meisterliga und den Love Cup. Dort gibt es wieder dreifachen Sternenstaub bei Siegen, aber leider nicht am Ende eines Kampfsets. Bei einem Love Cup dürfen wir nur bis maximal 1500 WP spielen, keine legendären oder mysteriöse Pokémon. Ansonsten sind nur rote und pinke Pokémon erlaubt. Das Problem ist nur, dass die Liste der roten und pinken Pokémon sehr lang ist und deswegen lässt sich das jetzt hier gerade schlecht anzeigen. Am 22. März bis 29. März bekommen wir Superliga und Mini-Dschungel-Cup. Im Mini-Dschungel-Cup dürfen wir bis maximal 500 WP Pokémon benutzen und wir dürfen sich nicht entwickeln können, um teilzunehmen. Es dürfen nur von Typ Normal, Pflanze, Elektro, Gift, Boden, Flug, Käfer und Unlicht-Pokémon teilnehmen. Potrat und Farbigel sind aber nicht erlaubt. Am 29. März bis 5. April haben wir dann Hyperliga und den Fang Cup. Im Fang Cup dürfen wir nur Pokémon einsetzen, die wir aktuell gefangen haben. Sie dürfen nur bis 1500 WP gehen und es sind keine mysteriösen Pokémon erlaubt. Vom 5. April bis 12. April haben wir dann Meisterliga und den Halloween Cup. Auch hier gibt es dann wieder dreifachen Sternenstaub für Siege. Und in diesem Cup dürfen nur bis 1500 WP Pokémon teilnehmen und vom Typ Gift, Käfer, Geist, Unlicht und Fee. Vom 12. April bis 19. April haben wir Superliga und Minicup. Im Minicup sind nur bis maximal 500 WP erlaubt und nur Pokémon, die entwickelt werden können. Vom 19. April bis 26. April bekommen wir Hyperliga und den Retrocup. Im Retrocup sind auch wieder nur Pokémon bis 1500 WP erlaubt und die Typen Stahl, Unlicht und Fee sind nicht erlaubt. Vom 26. April bis 3. Mai haben wir Meisterliga, Kanto Cup und dreifachen Sternenstaub für Siege. Im Kanto Cup haben wir dann die Möglichkeit, bis 1500 WP Pokémon einzusetzen und zwar nur die Pokédex-Nummern aus dem Kanto, also von 1 bis 151. Vom 3. Mai bis 10. Mai haben wir Superliga und den Flug Cup. Im Flug Cup dürfen wir nur bis zu 1500 WP benutzen und die Pokémon müssen mindestens von Typ Flug sein. Vom 10. Mai bis 17. Mai haben wir dann Hyperliga und den Element Cup. Im Element Cup dürfen wir nur bis 500 WP benutzen. Die Typen Feuer, Pflanze und Wasser sind erlaubt. Nur Pokémon, die entwickelt werden können, aber noch nicht entwickelt wurden, dürfen teilnehmen. Vom 17. Mai bis 24. Mai haben wir dann Meisterliga, Meisterliga Premier Classic. In der Meisterliga Premier Classic dürfen nur Pokémon eingesetzt werden, die keine XL-Bonbons erhalten haben und keine legendären Pokémon. Ihr bekommt auch hier wieder dreifachen Sternenstaub für die Siege. Vom 24. Mai bis 1. Juni haben wir dann Superliga, Hyperliga und Meisterliga. Im Shop gibt es ein kostenfreies Ticket für eine befristete Forschung Kämpfen. Diese soll dafür sorgen, dass ihr dann für unterschiedliche Stufen jede Menge Sternenstaub bekommt.
Auch in der Zwischensaison wird es wieder Go-Kampftage geben. Der erste Go-Kampftag ist sogar jetzt am Samstag, den 5. März. Diese Go-Kampftage finden immer von 0 bis 23.59 Uhr Ortszeit statt. Wir erhalten immer 20 Kampfsets statt nur 5, bedeutet also insgesamt 100 Kämpfe an diesem Tag. Wenn ihr am Samstag von 11 bis 14 Uhr Ortszeit in der Go-Kampfliga spielt, dann ist die erste Belohnung eine Pokémon-Begegnung. Die zweite bis fünfte Belohnung bleibt unverändert, bedeutet also, wenn ihr 3 Siege habt, bekommt ihr 2 Pokémon insgesamt. Alle Siegesbelohnungen für Premium-Kampf-Pässe sind nur Pokémon-Begegnungen, also 5-mal Pokémon, wenn man 5-mal gewonnen hat. Aber hier erscheint garantiert immer ein Yurop, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn ihr in diesem Zeitraum einen Yurop dann zu Yugong entwickelt, bekommt ihr die Attacke Eissplitter und Eissturm. Das Besondere in diesem Go-Kampftag ist aber auch, dass die Pokémon auch schlechte IV haben können. Vielleicht habt ihr sogar Glück und ihr bekommt ein 0-15-15. Wenn ihr an dem Tag ein Kampfset abschließt und eure Rangbelohnung abholt, dann bekommt ihr die Gladio-Schuhe. Normalerweise würde es diese Schuhe einfach bei Rang 20 geben. Wenn ihr sie aber hier schon abholt, bekommt ihr sie auf Rang 20 nicht nochmal. Es gibt einen weiteren Go-Kampftag Einsteigerparadies am Sonntag, den 17. April von 0 Uhr bis 23.59 Uhr Ortszeit. Bei diesem Go-Kampftag gibt es Superliga und den Mini-Cup und Erfahrungspunkte aus der befristeten Forschung und ein Avatar-Artikel. So, Niantic, hier würde ich euch mal vorschlagen, noch einen weiteren Mini-Cup zu erfinden, und zwar den Mini-Cup Classic, damit man keine XL-Bonbons einsetzt. Dann können wir hier vielleicht von einem Einsteigerparadies sprechen, weil dann die Pokémon nicht alle, gewisse Pokémon nicht auf Level 50 gepusht werden können. Immer bei einem Go-Kampftag dürft ihr dann 20 Kampfsets statt nur 5 spielen. Das sind insgesamt 100 Kämpfe an diesem Tag. Und der Avatar-Artikel, den ihr bekommen könnt, ist der Gladio-Hoodie. Der letzte Go-Kampftag in dieser Saison heißt Mega-Sternenstaub-Überraschung und findet am Sonntag, den 29. Mai von 0 Uhr bis 23.59 Uhr Ortszeit statt. Natürlich auch hier wieder 20 Kampfsets statt nur 5, das sind insgesamt 100 Kämpfe. Wir bekommen den üblichen Sternstaub-Bonus, vierfachen Sternenstaub pro Sieg und eine Mega-Überraschung, die leider nicht genauer angekündigt worden ist. Eine Outfit-Belohnung gibt es auch hier wieder, und zwar die Gladio-Hose für euren Avatar. Kommen wir nun zu den garantierten Pokémon-Begegnungen. Wenn ihr bei Rang 1 eine Pokémon-Belohnung bekommt, dann erhaltet ihr ein garantiertes X-Bad. Das ist das Pokémon, das Gladio immer gerne eingesetzt hat. Ab Rang 20 gibt es auch ein Vesla-Pikachu, aber dieses kann in dieser Saison nicht shiny sein. Finde ich mal eine richtig große Frechheit. Außerdem ab Rang 1 bekommt ihr folgende Pokémon: Pipi, Traunfugil, Medeti, Rotomorph, Pepek und Mangunior. Ab Rang 6 kommen dann noch folgende Pokémon dazu: Porygon, Linfu, Bautz, Flamiau und Robal. Ab Rang 11 kommt dann Barschwa, Kognodon, Quabbel und Paraguni dazu. Ab Rang 16 kommt Lavita, Zurukex, Chironimatz und Wuffels dazu. Und ab Rang 20 könnt ihr noch zusätzlich zu diesen ganzen Pokémon noch das legendäre Pokémon aus den Fünferrätseln bekommen. Wenn ihr in dieser Saison Rang 20 erreicht, dann bekommt ihr das komplette Avatar-Outfit von Gladio samt Pose. Ab Rang 19 bekommt ihr eine Top-Lade-TM, und wenn ihr am Ende der Saison immer noch mindestens Rang 19 seid, erhaltet ihr eine Top-Sofort-TM. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle, wie zum Beispiel meinen Twitch-Kanal, an dem ich heute Abend streamen werde. Und bis zum nächsten Mal. Batsch!